Volksinteraktiv an diesem Montag und ich habe einen wunderbaren Stargast bei mir. Ich habe ihn schon angekündigt und zwar den Markus Koff vom Weingut Koff in Gamlitz. Und lieber Markus, schön, dass du da bist. Weingut Peters Koff wird sich heute vorstellen. Erzähl einfach ein bisschen was, von wo genau seid ihr denn ihr? Ja, wir kommen aus der Südsteiermark, genau von Gamlitz. Gamlitz liegt im Zentrum der südsteirischen Weinberge und wir sind genau am Kranachberg. Der Kranachberg ist eine Katastralgemeinde von Gamlitz, eines der schönsten und besten Weinlagen der Steiermark. Und wir sitzen ganz hoch oben, unser Weingut, und wunderbar gelegen. Wunderbar gelegen, mit traumhaftem Ausblick über die südsteirischen Weinberge. Über die südsteirischen Weinberge und ihr seid ein Familienbetrieb, kann man sagen? Wir sind ein Familienbetrieb, also meine Eltern und mein Bruder und ich, wir führen den Betrieb gemeinsam. Jeder hat seine Verantwortung, aber wir möchten unseren Gästen schon den Genuss bieten, den wir auch selbst gern hätten. Und alle Gäste, die zu uns kommen, sind begeistert und kommen gerne wieder. Und wir wollen heute auch richtig genießen mit dir gemeinsam. Bevor wir starten, Weinguts Koff bietet ja vieles, gute Kulinarik, eine gute Buschenschank und auch gute, sage ich mal, Schlafmöglichkeiten. Man kann wirklich rundum genießen und über das möchten wir heute ganz genau noch sprechen bei Volksinteraktiv. Aber zuerst, du hast mir auch was mitgebracht, ganz wichtig, du bist ein Teil vom Naturpark Südsteiermark, von diesem Verein. Es gibt in der Südsteiermark eben diesen Naturpark, der nennt sich Naturpark Südsteiermark und ein kleiner Teil dieses Naturparks füllen diese Naturpark-Spezialitätenpartner aus, bei denen wir auch dabei sind und wir sind eine Gruppe von Produzenten, die ein gemeinsames Ziel haben. Mhm. Wir versuchen natürlich hochwertige Produkte zu machen und möchten dadurch auch gleichzeitig die Natur schützen und die Umwelt schonen mit unserer Produktionsweise. Und wir dürfen nach der Reihe diese Produzenten kennenlernen. Ich habe schon einige Kollegen, sage ich jetzt einmal, von dir hier im Studio gehabt und heute dreht sich eben alles um den Wein, ums Weingut Peters Koff und was man da alles erleben kann. Und du hast ja gesagt, es ist ganz wichtig, auch ein Teil von diesem Naturpark zu sein und Genuss, das wollt ihr vermitteln und diesen Genussfaktor hast du auch gesagt, diesen Wohlfühlfaktor, das ist euch ganz wichtig. Ja, die Gäste kommen zu uns. Sie setzen sich auf die Glasterrasse, sie schauen in die Landschaft rein, sie bekommen dann die Gläser, unsere Weine glasweise serviert. Also wir haben die verschiedensten Sorten, die in der Steiermark angebaut werden. Die Hauptsorte ist natürlich der Sauvignon Blanc, der fühlt sich bei uns am Kranachberg sehr, sehr wohl. Mhm. Daneben gibt es natürlich auch die anderen Sorten wie Welschriesling, den gelben Muscatella, der hervorragend zu uns passt, den Weißburgunder, den Morellon, das ist einer meiner Lieblingssorten. Mhm. Und ja, wenn man da so sitzt auf der Terrasse und die Weine genießt, muss man auch etwas essen und dafür ist die Frau Mama zuständig. Also diese wird dann in Windeseile köstliche Schmankerl eben aus dem eigenen Garten, eine bunte Salatschüssel, aber natürlich gibt es auch einen Fleischteller und Delikatessen aus dem Naturpark, also Forelle und so weiter. Ganz wichtig ist auch, wenn man jetzt schon verwöhnt wird mit einem, zwei, drei, vier Gläser Wein, sage ich jetzt einmal, und gut essen kann, wird man dann auch schon mal müde und vielleicht traut man sich dann nicht mehr mit dem Auto fahren, dann sollte man aber auch bei euch bleiben und nicht gleich aufbrechen, denn bei euch kann man auch wunderbar nächtigen. Und das sind eigentlich unsere Hauptthemen heute bei Volksinteraktiv. Und Markus, wir werden gleich nach der Musik über das Weingut ein bisschen genauer sprechen. Ihr habt ja viele Sorten, viele ausgezeichnete Sorten und die möchten wir jetzt dann alle kennenlernen. Genuss ist unsere Motivation, so lautet euer Motto am Weingut Peters Koff. Und genießen kann man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sage einmal, kulinarisch wird man verwöhnt, aber auch optisch, denn ich war schon mal bei euch voriges Jahr und ihr habt mir einen wunderschönen Oktober geboten, wie er schöner nicht sein konnte und da durfte ich euer Weingut einmal kennenlernen. Aber wir möchten es jetzt alle gemeinsam kennenlernen. Und du hast schon gesagt, Thema Wein, das ist ein wichtiger Punkt bei euch und der zeichnet euch auch aus, denn ihr habt viele Sorten, die schon wirklich gut ausgezeichnet sind und Preise erhalten haben. Fangen wir mal von vorne an, du hast schon erwähnt, ich glaube Sauvignon Blanc ist die Hauptsorte, hast du gesagt. Das stimmt, ja, mhm. Sauvignon ist bei uns die Hauptsorte. Diese Sorte fühlt sich auf dem sandigen Boden des Kranachsbergs sehr, sehr wohl und da haben wir schon sehr, sehr viele Auszeichnungen erhalten und die Leute wissen, wenn sie guten Sauvignon trinken möchten, dann führt kein Weg an uns vorbei. Mhm. Also der Sauvignon Blanc, die Hauptsorte, und dann gibt es noch viele weitere Sorten, die du aufgezeigt hast.
Aber ich bin jetzt schlauer geworden. Kurz vorher hast du gesagt, diese Sorten werden auch in Linien unterteilt. Natürlich. Es gibt verschiedene Ausbaulinien bei uns. Mhm. Wir versuchen ja auch, das Beste aus den Trauben herauszuholen. Und es gibt die leichte Variante, das ist eben der Klassikwein. Die Klassikweine werden eben sehr fruchtbetont ausgebaut. Leichter, fruchtiger Muscatella, ein würziger Sauvignon, ein schöner Weißburgunder, ein nussiger. Also diese leichten Weine werden zum Essen dazu getrunken, einfach so zum Genießen. Also wirklich sehr klassische, fruchtbetonte steirische Weine sollen eben unsere Klassikweine sein. Mhm. Daneben gibt es dann eben noch die Ortsweine, die sind neu im Programm. Also wir schreiben auf unseren Sorten dann auch den Ort drauf, wo sie herkommen. In dem Fall ist es eben Gamlitz. Das heißt, es gibt dann einen Sauvignon Gamlitz, einen Morellon Gamlitz zum Beispiel. Das sind schon etwas kräftigere Weine. Also schon Weine mit 13 Volumensprozent Alkohol, sehr füllig, sehr cremig, sehr viel Frucht auch. Auch Weine, die man zum Essen wirklich trinken kann, und der große Vorteil ist, die sind dann auch etwas länger lagerfähig. Mhm. Und dann kommen wir gleich zur dritten Schiene, das wären eben die Lagenweine, die bezeichnen wir dann eben als Kranachbergweine. Der Kranachberg, der ist unverwechselbar, das sind doch Weine, die daraus entstehen, die sehr fruchtbetont sind, sehr würzig, eine tolle Mineralität haben, und diese Weine kann man auch nicht kopieren. Also die sind unverwechselbar, einzigartig, und die wachsen nur bei uns am Kranachberg. Und als i-Tüpfelchen sozusagen, als Weine zum Drüberstreuen, als Spitze, als Premiumweine bieten wir auch bei den Sorten Morellon und Sauvignon eine Reservekategorie an, die dann wirklich in Eichenfässern reifen, in kleinen Barriquefässern, und erst nach einer gewissen Reifephase abgefüllt und auf den Markt gebracht werden. Also zusammengefasst kann man jetzt sagen, vier Sorten, vier Linien. Die Klassiksorte, die frischen, fruchtigen Weine, werden die auch als erstes geerntet? Oder? Die werden ziemlich am Anfang geerntet, mhm. Ja, wenn die Zuckergradationen noch etwas niedriger sind, damit eben leichte Weine entstehen, mhm. Dann liegt der Alkohol so ungefähr zwischen 12 und 12,5, mhm. Vielleicht auch ab 11,5, je nach Jahr und je nach Sorte. Dann gibt es auch die Ortsweine, sage ich jetzt einmal, so habt ihr sie bezeichnet. Dann die Kranachberglinie und dann die Reserve. Richtig, ja. Mhm. Und ich habe da was ganz Spezielles schon gesehen, einen Bio-Wein hast du oder habt ihr auch, das liegt euch auch am Herzen. Ja, natürlich. Also wir versuchen auch immer etwas Neues auszuprobieren, und wir hatten eben im Jahr 2014 die Gelegenheit, einen Bio-Weingarten zu erwerben, zu pachten, und konnten dann praktisch im ersten Jahr schon einen Bio-Wein erzeugen. Es ist natürlich schon sehr viel Aufwand, man hat sehr viele Auflagen zu erfüllen. Es ist auch der Pflanzenschutz ein ganz anderer, der Zugang zu diesen Weingärten, zu den Weinen. Und das war eine sehr lehrreiche Phase, wir hatten das gern gemacht, und es sind hervorragende Weine entstanden. Mhm. Weil Ziel war natürlich von Anfang an auch sehr, sehr gute Bio-Weine zu machen, und das ist uns gelungen. Unser aktueller Bio-Wein, der Sauvignon Blanc 2015, ist eben bei der Steirischen Landesweinverkostung unter den besten 6 Weinen aufgenommen worden und auch in den Salon österreichischer Wein. Und das freut uns ganz besonders. Das ist einer der ersten Bio-Weine, die es soweit geschafft haben. Das Weingut Peterskopf findet sich eigentlich wirklich unter den Top-Winzern in Österreich wieder und auch schon mehrmals prämiert. Zum Bio-Wein noch, lieber Markus, welche Trauben dürfen denn da rein, oder ist das sortenabhängig? An und für sich kann man aus allen Sorten einen Bio-Wein machen. Mhm. Aber natürlich muss man eben im Weingarten auch diese Sorten stehen haben. Die Weingärten werden zertifiziert, das heißt, da kommt jemand schauen, ob diese Sorten auch wirklich im Weingarten stehen. Und prinzipiell hat man auch die Möglichkeit, aus einem konventionell bewirtschafteten Weingarten einen Bio-Weingarten zu machen. Man muss eben dann praktisch 3 Jahre biologisch bewirtschaften, und dann kann man auch aus diesen Trauben eben auch einen Bio-Wein machen. Mhm. Und du hast gesagt, Sauvignon Blanc, das ist das Herzstück auch von euch, also der fühlt sich am Kranachberg so richtig wohl. Du hast es auch schon erwähnt, dein Lieblingswein ist jetzt? Das kann man nicht so genau sagen, also es kommt doch auf die Gelegenheit drauf an. Mhm, also okay. Im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, vielleicht wenn gegrillt wird, dann trinke ich auch sehr gerne einmal einen Schilcher. Da sind wir einer der wenigen Betriebe, die auch einen Schilcher produzieren. Meistens am Tag habe ich auch keine Zeit, dann
müssen ja die Leute bedient werden oder da sitzt man am Traktor, dann wird nichts getrunken. Aber am Abend dann, wenn es ein bisschen ruhiger wird, wenn die letzten Gäste dann das Haus verlassen, dann kann schon sein, dass man auch ab und zu einmal ein Glas Wein trinkt und dann darf es durchaus was Kräftigeres sein. Ein Sauvignon Granachberg zum Beispiel oder wirklich ein Glas Reserve, welches ich auch dann mit meiner Frau genieße. Genuss ist unsere Motivation. Wie motiviert ihr jetzt einen, der sich mit Wein gar nicht auskennt? Der jetzt sagt, oh, egal, schaut alles für mich gleich aus. Was koste ich denn am ehesten oder was koste ich denn da? Welchen Wein, sagt ihr, ist euer Motivationswein, wo ihr sagt, mit diesem Wein kann man einen Laien auch irgendwie ein bisschen zum Weintrinken verführen? Ja, für jemanden, der sich bei Wein nicht so gut auskennt, dem würde ich einfach empfehlen, er soll einmal in die Südsteiermark kommen, vielleicht auch unseren Betrieb besuchen. Wir laden ihn herzlich ein, auch zu einer Verkostung. Da wird dann wirklich glasweise oder Kostschlucke quasi der Wein serviert und man kann sich durchkosten. Wir haben ungefähr 25 Positionen auf der Weinkarte und da fällt mir jetzt spontan zum Beispiel die steirische Vielfalt ein. Die steirische Vielfalt, die gibt es nur bei uns. Das ist ein Wein, wie der Name schon sagt, da ist die Steiermark im Glas, ein sehr fruchtbetonter, leichter Wein aus den Sorten Sauvignon, Muscatella, Semling und Rheinriesling. Und dieser Wein, der verführt auch einen, sagen wir mal, Nicht-Weintrinker zum Wein kosten und ja, das ist so der Einstiegswein für Also eine steirische Vielfalt kann man schon mal genießen, aber bitte Vorsicht, Auto stehen lassen und wirklich vielleicht auch eine gute Unterlage, also eine kulinarische Unterlage kann oft nicht schaden, damit man da ja keinen Schwips, sage ich jetzt einmal, zusammenbekommt und das kann man aber trotzdem schon zusammenbekommen beim Weingut Peterskopf, denn es ist gesorgt, man kann nächtigen, man kann genießen, auch in der Buschenschank und das wollen wir jetzt gleich genauer hören. Nach der Werbung geht es wieder weiter mit einem zweiten Schwerpunkt vom Weingut Peterskopf. Die Kulinarik, das Essen ist ja auch ganz wichtig. Zu einem guten Glas Wein gehört auch immer eine gute Jause und die bietet ihr natürlich in vollen Zügen. Natürlich, wenn man eben Wein verkostet, man wird hungrig. Die Gäste kommen ja zu uns, sie schlafen bei uns, sie wandern vorbei und können dann bei uns auch etwas essen. Bei uns, wir sind eine typische steirische Buschenschenke, eine kleine Buschenschenke. Es gibt eben kalte Speisen, wir dürfen nichts Warmes ausschenken. Und darum haben wir uns da wirklich etwas Kreatives überlegt. Und es gibt eben neben dem herkömmlichen Fleischteller, Bretteljause, Käseteller, die es eben überall sonst auch gibt, wirklich auch verfeinerte Spezialitäten. Man sieht zum Beispiel hier eine bunte Salatschüssel, die wirklich garniert wird mit frischen Kräutern, mit bunten Salaten aus dem eigenen Garten. Und wir legen auch sehr viel Wert auf regionale Produkte. Das heißt, wir sind eben auch dabei bei diesen Naturpark-Spezialitäten-Partnern und da werden auch von den Partnern Produkte eingebaut. Wir bekommen auch zum Beispiel die Paradeiser aus der umliegenden Gemeinde, aus Leutschach. Der Schafkäse kommt zwar aus der Weststeiermark, aber ist eine Bio-Käserei, die macht hervorragenden Schafkäse. Forelle habe ich vorhin schon erwähnt. Also meine Mutter bietet auch vegane Köstlichkeiten an. Es gibt einen Arme-Leute-Kaviar, der hervorragend schmeckt. Und was natürlich auch oft gemacht wird, also bevor die Gäste essen, wird auch das Gericht fotografiert. Ja? Und das freut uns ganz besonders, weil es schmeckt nicht nur gut, es schaut auch sehr, sehr schön aus. Da werden wir wieder bei dem optischen Genuss, den ihr bietet. Nicht nur die Landschaft, sondern auch am Teller ist wirklich ein Genuss und auch wieder eure Motivation. Du hast aber jetzt ein Wort gesagt, das muss ich näher wissen. Arme Leute Kaviar, was ist das? Na, das sind Kreationen von meiner Mutter, die werden eben vegan hergestellt. Da ist zum Beispiel ein Paradeis-Chutney oder Zucchini. Die werden da praktisch vorbereitet und dann mit frischen Kräutern und so weiter serviert. Egal, ob Vegetarier, Veganer, Fleischesser, es ist für euch alles kein Thema. Und das heißt, ihr bereitet alles vor, je nach Wunsch des Kunden und des Gastes. Wir hatten einmal einen Folder, einen Image-Folder, wo wir draufgeschrieben haben, im steirischen Himmelreich. Und das möchten wir unseren Gästen bieten und wir kommen dem Himmelreich sehr, sehr nahe. Es passt bei uns gut zum alles zusammen. Der Wein, die Kulinarik und auch die Landschaft und eben mit dem Schlafen kann man das Ganze abrunden. Buschenschenke, das ist eigentlich, wie ich so gehört habe, das Herzstück deiner Mutter.
Und sie ist auch dafür verantwortlich. Und wie ist jetzt geöffnet bei euch, die Buschenschenke? Wie kann ich euch aufsuchen? Vor allem auch, wann habt ihr geöffnet? Also wir starten eigentlich im Frühjahr, so ab Mitte April, Anfang Mai, wenn die Natur erwacht. Dann starten auch wir mit der Buschenschenke. Dann kommen die Leute auch in die Weingegend, der neue Wein ist gefüllt. Man kann dann natürlich wirklich auch schon genießen, Wein kaufen und auch essen bei uns. Mhm. Dann haben wir ungefähr natürlich den ganzen Sommer offen. Es gibt keine Betriebsurlaube. Wir haben durchgehend geöffnet, außer Mittwoch und Dienstag. Also Dienstag und Mittwoch, da sind unsere Ruhetage. Und ab 14 Uhr kann man die Buschenschenke besuchen. Ist es auch empfehlenswert, vorher anzurufen und reservieren, oder kann man da jederzeit hinkommen zu euch? An und für sich kann man jederzeit kommen. Mhm. Natürlich zu den Wochenenden, wenn es wirklich wenn Hochsaison ist, jetzt zu den Feiertagen und so weiter, sollte man vielleicht kurz vorher reservieren. Und eine Besonderheit, die habe ich vorhin vergessen, wir sind auch beim Gamlitzer Gasttaxi dabei. Das heißt, die Gäste können uns auch mit dem Gamlitzer Gästetaxi, das übrigens gratis ist, besuchen und dann auch wieder nach Hause fahren. Also jetzt nur, wenn sie bei uns nächtigen in Gamlitz und Umgebung. Und wenn sie bei uns schlafen, dann ersparen sie sich das Taxi. Dann brauchen sie eigentlich nur ins Gästehaus gehen und sich dort einquartieren. Sie ersparen sich auch das Taxi, wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Und da gibt es auch eine ganz spezielle Sache, die ihr auch anbietet, diesen Weinwanderweg. Kann man das so sagen? Es gibt einen Vitalwanderweg, der direkt bei uns vorbeiführt. Ja. Das ist ein Rundwanderweg, der wirklich sehr, sehr schön ist. Man geht durch die Weinberge, man geht durch Wälder, man kann auch die Buschenschenken besuchen. Die meisten Buschenschenken liegen auch sehr gut, sind Mitgliedsbetriebe beim Gästetaxi. Das heißt, man kann auch unterwegs dann praktisch mit dem Taxi dann wieder nach Hause fahren. Man muss nicht die ganze Tour machen. Thema Nächtigen beim Weingutskopf ist jetzt das nächste Thema. Ihr habt wunderbare Möglichkeiten in euren Gästezimmern und in euren Ferienhäusern. Genau, wir haben 5 Doppelzimmer am Weingut, die liegen sehr, sehr gut. Also man wacht in der Früh auf, man schaut raus aus dem Fenster, man sieht die Morgensonne. Jetzt im Herbst ist es ganz besonders toll. Unten liegt meistens der Nebel im Tal und die Bergspitzen, die Kuppen, die Hügel sind mit der Sonne beleuchtet und das schaut ganz besonders gut aus. Und nebenbei haben wir eben seit 10 Jahren ungefähr Apartments auch, wo sich auch Familien einquartieren können oder Gäste, die länger bleiben möchten. Und die sind ganz toll ausgestattet und laden zum Verweilen ein. Ich habe da gelesen, graues Winzerhaus und rotes Presshaus. Du hast mir gerade vorher eine Geschichte erzählt. Du hast wirklich gesagt, dieses Presshaus war ein Presshaus und wurde auch dafür verwendet. Und in diesem Winzerhaus, das war ursprünglich auch von eurer Großmutter. Richtig, ja. Irgendwie eine, also das sind zwei kleine Häuser am Fuße des Jägerbergs, gehört zum Kranachberg dazu, wo eben gepresst wurde. Meine Großmutter hat mir immer erzählt, wie es dort lustig zugegangen ist. Und daneben war eben ein altes Wohnhaus und das haben wir vor 10 Jahren liebevoll renoviert und toll eingerichtet. Und das bieten wir jetzt unseren Gästen zum Schlafen an. Und nicht nur wunderbar schlafen kann man bei euren Möglichkeiten, sondern ja, sehr gut frühstücken, hast du gesagt. Das ist auch ein wichtiges Thema, dass man wirklich kraftvoll und energiereich in den Tag startet. Da legen wir natürlich auch großen Wert darauf, dass das Frühstück auch sehr reichhaltig ist, sehr regional. Es gibt zum Beispiel auch eine Marmelade der Woche, wo eben jede Woche dann eine unterschiedliche Marmelade gedänzt wird oder eine spezielle Marmelade neben den anderen Produkten. Es gibt Kräuteraufstriche, es gibt selbstgemachtes Brot, ein Vollkornbrot, ein Nussbrot. Also die Gäste, die zu uns kommen, kommen teilweise auch wegen dem Frühstück. Und es ist auch wichtig, gestärkt in den Tag zu starten, denn bei euch in der Region kann man sehr, sehr viel erleben. Du hast vorhin Möglichkeiten aufgezählt von einem Motorikmarkt direkt in Gamlitz. Wir sind ja nicht nur für Familien interessant oder für Gäste, die sich für Wein interessieren, sondern wir können auch Familien sehr, sehr tolle Angebote vermitteln. Unter anderem gibt es in Gamlitz, und das ist einzigartig, einen Motorikpark, den größten Motorikpark Europas, der noch dazu kostenlos besucht werden kann, wo eben unzählige Touren- und Sportgeräte aufgestellt wurden und die man kostenlos benutzen kann. Nebenbei sind dort noch 2 Badeteiche, die eben auch dann zum Schwimmen und zum Herumtollen einladen. Also eine Region, die wirklich das ganze Jahr über viel bietet, nicht nur Wein, nicht nur Kulinarik, sondern auch gute Ausflugsmöglichkeiten. Du hast doch erzählt, viele weitere Sehenswürdigkeiten in der Region bieten sich da an und man kann auf jeden Fall das ganze Jahr um diese Region nutzen und nützen. Ja, in Gamlitz und Umgebung gibt es ganz, ganz tolle Angebote, auch ganz interessante.
und einzigartige Naturparkjuwele. Ich denke da zum Beispiel an die Schmetterlingswiese am Dämmerkogel, an die Heiligen Geistklamm, es gibt eine Klamm, die Altenbachklamm, also Atemsmoor und einige mehr. Also das sind doch einzigartige Landstriche, die sich anbieten zum besucht werden. Und vor allem ist das dann auch passend, denn man stärkt sich in der Früh mit eurem wunderbaren Frühstück, genießt den Tag in eurer Umgebung und am Abend ist man dann bei der Jause und bei einem guten Glas Wein wieder bei euch und so kann man den Tag dann abschließen. Das wäre ungefähr so ein Tagesablauf, wie sich die Urlauber vorstellen und auch bei uns bekommen. Und da gibt es aber auch noch viele weitere Möglichkeiten, nicht nur in der Region, sondern direkt bei euch beim Weingut. Eine, sage ich jetzt mal, Weingutführung, was da alles so dazugehört, das kommt jetzt gleich. Weingut Peterskopf ist bei mir. Der Markus Skopf ist da und präsentiert das Weingut am Kranachberg, die Domäne Kranachberg. Und ihr habt es geschrieben, Kranachberg pur. Wir haben gerade vorhin gesprochen von diesen Ausflugsmöglichkeiten. Braucht man ja aber nicht, man kann bei euch auch sehr viel erleben. Und da wäre ich zum Beispiel beim Thema Weinführung, Kellerführung, Betriebsführung. Bei uns können die Gäste auch erleben und auch sehen, wie der Wein produziert wird. Gegen Voranmeldung mache ich gerne auch eine Betriebsführung. Wir können die umliegenden Weingärten anschauen, wir können auch ein bisschen über die Natur erfahren und auch einen Blick in den Keller werfen. Ich erkläre dann ganz kurz die Schritte der Weinwerdung, auch wie es im Weingarten vielleicht ausschaut, welche Arbeiten im Weingarten anfallen. Und das kann man durchaus auch dann anbieten und durchführen. Also direkt vor Ort kennenlernen, wie so die Trauben wachsen, die man dann in seinem Glas hat. Die Leute wissen oft gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wenn sie dann diese Informationen bekommen haben, dann genießen sie den Wein ganz anders. Dann ist auch der Blick auf das Glas Wein ein ganz anderes. Ein gutes Stück harte Arbeit, sage ich auch immer, dieser Genuss, den müsst ihr euch auch quasi erarbeiten, denn das Weinjahr fängt ja schon ganz früh an eigentlich. Also es gibt immer etwas zu tun und das Weinjahr fängt eigentlich im Jänner an, wenn man das so möchte, mit dem Rebschnitt. Dort werden die Reben geschnitten. Der Weinstock muss jedes Jahr geschnitten werden, damit auch die Qualität passt. Das machen wir selbst in der Familie. Also da darf kein anderer ran, da wird der Grundstock für die Qualität gelegt. Dann wird werden die Triebe eben formiert, angebunden am Drahtgerüst. Und dann, wenn der Austrieb ist, das ist meistens so Ende April, Anfang Mai, dann werden schon die ersten überschüssigen Triebe ausgejätet, entfernt, damit auch die verbleibenden Triebe am Stock genug Luft haben, genug Freiheit und auch die Qualität dann fürs kommende Jahr gut passt. Im Sommer strickt man diese Triebe ein, das ist das Einstricken sozusagen, die werden am Drahtgerüst befestigt oder eben formiert. Im Sommer fällt auch die ganze Laubarbeit an, wo eben dann Blätter entfernt werden, Trauben freigestellt, es werden die Wipfeln gekürzt, es wird der Grasmulch gemäht, Pflanzenschutz ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Und dann eigentlich mit Ende August warten wir auf die Reife, machen noch die abschließenden Arbeiten im Weingarten und hoffen, dass der Herbst dann schön wird, weil im Herbst natürlich die letzte Phase, die heiße Phase natürlich, ja, genau. Da geht es dann rund und bei der Weinernte ist eigentlich immer was los und jede Menge zu tun. Zum Thema Weinernte hast du mir vorher irgendwie erklärt, da gibt es schon gewisse Positionen. Du hast, glaube ich, deine Position im Keller. Ich bin der Kellermeister. Du bist der Kellermeister. Der Vater ist auch im Haus unterwegs. Er ist im Haus, er ist der Patron, er schaut, dass alles läuft. So. Und gerade zur Zeit der Ernte ist er meistens an dem Presshaus zu finden, bedient die Geräte, bedient die Pressen. Macht die Traubenübernahme, also auch eine sehr wichtige Arbeit. Und dein Bruder hat eine ganz wichtige Funktion mit den ganzen Erntehelfern im Weingarten dann. Er koordiniert das Ganze, er schaut, dass jeder Arbeit hat, dass auch genug Arbeitspersonal zur Verfügung stellt, das ist auch natürlich wichtig. Und was ich gelernt habe vorhin, an das habe ich ja gar nicht gedacht, dass zum Beispiel auf der linken Seite nur diese Sorte wächst und dass man nicht, jetzt sage ich mal, den Sauvignon mit einem Morillon vermischt, sondern wirklich nur gewisse Sorten von hier bis dort angebaut werden. Und ihr wisst ja über euren Weingarten am besten Bescheid, wo welche Traube wächst und welche Sorte wächst. Das ist ja auch ganz wichtig. Natürlich, wenn man so einen Weingarten anschaut, da können durchaus mehrere Sorten drinnen sein, reihenweise. Und als Laie erkennt man oft nicht, wo eben der Sauvignon steht und wo der Morillon steht. Und man muss dann schon auch bei der Ernte genau aufpassen,
damit dann nicht die Moral und Raum zum Sauvignon dazukommen. Also ja, da gehört ein geschultes Auge dazu. Das ist auch ganz wichtig, dass dann auch wirklich jeder mithilft und damit wirklich so ein guter Tropfen entsteht mit Genuss und mit Motivation. Das sind eure großen Themen. Aber wer jetzt gesagt hat, ja, das klingt ganz interessant, aber im Fernsehen ist das vielleicht nicht so interessant wie in der Natur, also wirklich euch kontaktieren, bei euch melden und ihr gebt dann diese Führungen mit diesen Worten quasi in der richtigen Natur und auch im Keller. Da kann man dann auch ein bisschen über die Schultern sogar schauen, oder? Gerne, ja. Also wir freuen uns über jeden Interessierten. Jeder darf zu uns kommen, ein gutes Glas Wein genießen, die Jause genießen und wenn es möglich ist, wenn wir auch zeitlich Zeit haben, dann machen wir gerne eben diese Führungen und lassen uns auch über die Schulter blicken. Das ist ja kein Geheimnis. Und erklären gerne, wie wir unseren Wein machen. Und auch Weinverkauf und Weinverkostung ist ganz wichtig, täglich ab 9 Uhr. Und telefonische Anmeldung, habt ihr gesagt, wäre im Winter günstig, aber man kann dann vorbeikommen bei euch. Ja, im Frühjahr, also vom Frühjahr bis Herbst, jederzeit, auch an den Ruhetagen, dort bitte vorher anrufen, aber sonst auch im Winter gerne, aber eben gegen Voranmeldung, weil da sind wir vielleicht in den Weingärten beim Rebschnitt. Apropos anrufen und apropos kontaktieren, ganz wichtig ist dann eure Homepage www.peter-skoff.at. Richtig, ja. Genau. Da gibt es auch alle Informationen, alle Bilder, alle wichtigen Inhalte zu sehen. Und auch ganz wichtig ist eure E-Mail-Adresse weingut@peter-skoff.at oder auch die Telefonnummer, also die Kontakte, die findet man auf eurer Homepage. Wer sich für unseren Wein interessiert, es besteht auch die Möglichkeit, online zu bestellen. Wir haben einen Webshop, dort kann er sich die Sorten anschauen. Gerne bestellen, also wir liefern auch praktisch europaweit in den Versandkartons zu. Das heißt, da kann man diese Prachtstücke dann gleich bei sich zu Hause genießen auch? Genau so ist es. Und der Weinshop direkt auf der Homepage, der ist gleich zu finden? Der ist nicht schwierig zu finden, man steigt einfach ein auf die Webseite und normalerweise sollte man sich dann relativ bald eine Übersicht machen können. Mhm. Und wie gesagt, wer nicht weiß, wie welcher Wein schmeckt, persönlich dann vorbeischauen. Und das machen wir auch gleich noch einmal, eine kurze Abrundung noch einmal von diesem kulinarischen, optischen, genussvollen Einblick. Das Weingut Peterskoff, Markus Koff, ist heute bei mir. Wir haben jetzt schon sehr viel kennengelernt von dir und von dem Weingut, also Kulinarik, Buschenschenke, dann eure wunderbaren Sorten. Ich habe gelernt, 3-4 Linien gibt es, die ihr produziert und viel Arbeit auch das ganze Jahr über im ganzen Weingarten und natürlich wunderbar wohnen bei euch. Ein Thema ist doch, wie finde ich am besten zu euch? Ich glaube, es gibt eine Hauptstraße, wenn man bei der Südsteiermark die Autobahnausfahrt Vogelstraße nimmt, kommt man von Gamlitz direkt nach Leutschach und dann rechts rauf geht es zum Kranachberg, weiß ich so. So ungefähr. Also vielleicht darf ich das von Graz weg erklären. Also es führt die Autobahn runter nach Slowenien. Man biegt dann in Vogelstraße ab von der Autobahn, fährt dann praktisch durch Enhausen durch Gamlitz durch, Richtung Leutschach. Und zwischen Gamlitz und Leutschach findet man eben diesen Kranachberg. Und am Ortsende von Kranachberg, das ist eine Ortschaft, biegt man dann rechts ab und fährt den Kranachberg hoch zu unserem Betrieb. Jetzt kann man aber sagen, am Fuße des Kranachsbergs gibt es aber auch ein ganz besonderes Juwel, das euch irgendwie verbindet. Denn da findet man wunderbare Kräuter, die auch mit euch etwas zu tun haben. Das stimmt. Wenn man zu uns hochfährt, findet man unterwegs dann auch eben den Naturgarten meiner Frau. Dort werden auf ungefähr 3000 Quadratmeter ein paar hundert verschiedene Kräuter zu bewundern sein. Es gibt auch ein Hofcafé und einen Genussladen. Das heißt, meine Frau Franziska, sie macht praktisch die Rosen, die Kräuter und das Café, währenddessen ich eben oben am Kranachberg für die Weine zuständig bin und für die Buschenschenke. Aber man kann beides miteinander verbinden und da ist jetzt, glaube ich, die Eva die richtige Frau dafür. Genau. Wer sich eben für unsere Weine interessiert und darüber hinaus noch für die Pflanzen in unserer Umgebung oder sich etwas näher interessiert, der kann mit der Kräuterpädagogin Eva Reiterer eine Führung machen. Und zwar geht diese Tour von unserem Betrieb weg über Wiesen und Weingärten, Wälder, zu meiner Frau, zum Betrieb Amtmann und unterwegs werden eben Kräuter gepflückt, Sträucher bestimmt, auch diese Kräuter angeschaut, verkostet und wenn man möchte, kann man dann auch ein köstliches Menü machen daraus und diese dann auch gemeinsam
verspeisen. Und wie gesagt, wer neugierig geworden ist, die Homepage ist ganz, ganz wichtig, www.peter-skoff.at. Dort kann man sich informieren, da sieht man wunderbare Fotos, da sieht man die Weinsorten, die Weinlinien von euch, die Wohngelegenheiten, die Buschenschenke und vor allem auch weitere Informationen. Und wenn man bei euch nächtigen möchte, kontaktieren, E-Mail schreiben, anrufen, Wein verkosten, Wein verkaufen oder Wein kaufen und schon ist man mit Genuss und Motivation bei euch. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man zu uns kommt, ja. Und ich sage einmal danke, dass du zu mir gekommen bist und dein Weingut oder euer Weingut besser vorgestellt hast. Jetzt sage ich herzlichen Dank und auch noch einmal, dass du im Namen von Naturpark Südsteiermark, von den Spezialitäten Naturpark Südsteiermark gekommen bist und auch ein Teil davon bist. Ich darf euch ja im Rahmen der Volksinaktiv-Sendung alle vorstellen und ich wünsche dir somit auch alles, alles Gute für die letzten Vorhaben noch dieser Saison, denn ich habe gelesen, Anfang November geht es auch ihr dann schön langsam mit der Buschenschenke zumindest, ich sage mal, in die heiße Phase auch oder in die Abschlussphase. Es wird dann schon langsam die Buschenschenke geschlossen, die Gäste werden weniger, es kehrt dann Ruhe ein in der Südsteiermark. Aber diese Zeit nutzen wir auch, um an den neuen Weinen zu arbeiten. Und ich kann schon versprechen, die neuen Weine, der Jahrgang 2016, es wird ein kleiner Jahrgang, aber die Qualitäten sind sehr, sehr gut. Die Weine werden sehr würzig. Also wenn ich an die Sauvignons denke oder an die Muscatella, das wird sehr, sehr interessant. Und ich freue mich dann, wenn wir dann die im nächsten Frühjahr gemeinsam verkosten können. Und nicht vergessen, im Winter kann man ja auch trotzdem Wein kaufen und euch kontaktieren. Das ist ja alles kein Problem. Ihr seid rund um die Uhr dann nach telefonischer Vereinbarung da. So ist es. Und wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere jetzt Lust auf unsere Weine bekommen hat. Und wie gesagt, einfach in der Homepage schmökern. Dort sind die Weine aufgelistet. Und es sollte eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei sein. Für uns war auf jeden Fall was dabei. Danke, dass du alles vorgestellt hast. Und somit wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und bedanke mich nochmal für deinen Besuch, lieber Markus. Danke, Clara. Und bei uns geht es weiter um 19.45 Uhr mit Ihren Musikwünschen und die Volksbox startet pünktlich. Und ich freue mich auf Sie, wenn wir da auch mit Genuss und Motivation in den Abend starten. Ihre und eure Clara Bloder.